Neben wichtigem Equipment im Tonstudio, wie zum Beispiel Mikrofonen, Computer, Audio-Interface, aber auch Plugins, gibt es eine ganze Menge Hilfsmittel, die dir den Alltag im Tonstudio versüßen können, ohne dass sie direkt was mit Musik zu tun haben. Und welche drei Highlights mir im Alltag helfen, das verrate ich dir im heutigen Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender, der sich ja so langsam dem Ende zuneigt, denn heute ist der 4. Advent und Grund genug für mich, dich nochmal auf das Gewinnspiel im Recording-Blog Adventskalender hinzuweisen, denn es gibt tolle Sachen zu gewinnen, unter anderem diese Luit LCT-140R Kleinmembraner, mit denen wir demnächst auch nochmal Aufnahmen machen werden, die gibt's zu gewinnen, aber auch Highlights wie zum Beispiel eine Recording-Blog Premium-Mitgliedschaft oder auch diese fantastische, limitierte und nicht öffentlich erhältliche DAW-Versteher-Tasse als kleine Erinnerung an unseren Podcast zusammen mit unserem Freund Björn Schlüter. Das aber nur am Rande. Heute möchte ich über drei Hilfsmittel aus dem Tonstudio sprechen, die mir den Alltag versüßen, ohne dass sie direkt was mit Musik zu tun haben. Das erste Problem, das ich bekämpfen muss, ist Staub. Staub im Tonstudio. Wie bekämpft man Staub im Tonstudio? Ich habe es schon versucht mit einem Staubsauger. Klar, das ist erstmal Hilfsmittel Nummer eins. Dann habe ich es versucht mit so Straußenfedern, die mir meine Mutter aus Südafrika mitgebracht hat. Die nehmen Staub auf, die geben ihn aber auch wieder sehr gerne ab. Das Einzige, was tatsächlich geholfen hat, aber nicht wirklich nachhaltig ist, ist halt ein Booster von Swiffer. Mit dem kann man zumindest über empfindliches Equipment, wie zum Beispiel diesen Monitor da vorne drüber gehen und dafür sorgen, dass der Staub verschwindet, aber auch über die Lautsprecherboxen, zum Beispiel hier auch über die Kalotten direkt drüber, ohne sie zu beschädigen. Ja, es riecht ein bisschen, ich weiß nicht, ob chemisch oder gut, ich kann mich nicht entscheiden, aber es ist nicht nachhaltig, aber hilfreich auf jeden Fall gegen Staub. Und da ich es ja nur immer mal wieder benutze, ist es jetzt auch nicht so viel, dass mein ökologisches Gewissen da belastet. Also Staub im Tonstudio, für mich der Duster. Deutlich nachhaltiger für mich ist der Blick auf meine Stromrechnung. Und der Blick auf die Stromrechnung hat mir neulich gezeigt, dass ich einen wahnsinnigen Stromverbrauch habe, wenn die komplette Anlage läuft. Grund genug für mich, mich zu beobachten, wann ich die Anlage denn tatsächlich einsetze oder wann sie einfach nur an ist, um an zu sein. Und tatsächlich ist es so, dass ich mit einem Strommesser, also einem Stecker von Voltcraft, mit einem Strommesser gemessen habe, dass ich über 300 Watt, ne, scharf, über 300 Watt verbrauche, wenn hier alles an ist. Lampe und also alles, was du in meinem Hintergrund siehst. Lampe, Monitore, alles verbraucht zusammen über 300 Watt. Und dann habe ich mir eine 19 Zoll Leiste gekauft mit zwei Schaltern dran, die auf einen Knopfdruck das komplette System ausschalten kann. Und was soll ich sagen? Ich habe gemessen, dass ich von über 300 Watt auf unter 150 Watt gefallen bin. Und wenn du dich dann mal beobachtest, wie oft du die Anlage wirklich brauchst, also zum Abmischen und Musik hören, oder wie oft du einfach nur vor einem Rechner sitzt und irgendwelche Videos guckst, für die du jetzt nicht den perfekten Sound brauchst, für mich ist es mindestens 50-50, wenn nicht eher noch mehr, dass ich Strom einsparen kann, einfach nur, weil ich es nachgemessen habe und mir einen mechanischen Schalter ins Rack reingebaut habe, mit dem ich die komplette Anlage, also Monitore, Audio-Interface und so weiter vom Strom trenne und damit richtig viel Geld spare und auch noch für die Umwelt etwas tue. Und wenn du dich fragst, wie ich meine Musik oder meinen Sound sonst abhöre, ich habe so eine kleine Boombox da unter meinem Monitor angeschlossen und die braucht 4 Watt. Also deutlicher Unterschied. Ökologisches Gewissen beruhigt. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Hilfsmittel in meinem Tonstudio, auf das ich auf keinen Fall mehr verzichten möchte. Und du merkst schon an meinem ironischen Unterton, es ist natürlich nicht wirklich was, was man dringend haben muss, aber ich musste. Das hier ist ein Rückenkratzer. Und auf den Rückenkratzer im Tonstudio möchte keiner verzichten, der jemals einen hatte. Und dieser Rückenkratzer sorgt dafür, dass du zwischendurch auch mal ganz entspannt Musik hören kannst, dir den Rücken kratzen kannst, wenn gerade mal nicht jemand da ist. Und weil ich den jetzt noch ein bisschen benutzen muss, verabschiede ich mich mit diesem Video, wünsche dir einen feinen Advent und wir sehen uns die Tage wieder. Ah, tut das gut. Yasu.